Zahltag, Rente, Bürgergeld und Wohngeld im Monat August 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja bekannt gegeben, schon in einem Video Ende Juli 2024, wann der Zahltag der Rente für den Monat August 2024 ist. Und ich hatte eine Mail bekommen und dort meinte der Anschreibende oder Nachfragende, ob ich denn nicht nochmal zu diesem Thema ein umfassenderes Video machen könnte. Vor allen Dingen, weil ja jetzt das Monatsende August 2024 ansteht und ich sozusagen nochmal hier die Rechtslage erläutern soll. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das jetzt ganz einfach mal erweitert, nicht nur auf die Rente, also nicht nur zum Thema Rente, sondern einfach, ich nehme das Wohngeld und das Bürgergeld auch noch gleich mit rein und sage Ihnen dann auch noch in diesem Video, wann das Wohn- und Bürgergeld im August gezahlt wird und vor allen Dingen, für welchen Monat es gezahlt wird. Starten wir einfach mal mit der Rente, da ist es ja relativ einfach. Also, diejenigen Rentnerinnen und Rentner, das ist die Hauptmasse derer, die gesetzliche Renten empfangen, deren Rente nach dem 1.4.2004 begonnen haben, bekommen ihre Rente nachschüssig gezahlt. Nachschüssig heißt, sie bekommen die Rente am Monatsende für den laufenden vergangenen Monat, also für den laufenden Monat. Das heißt also, am 31.8.2024 wäre normalerweise das Monatsende für den Monat August und sie bekommen dann die laufende Rente Monat August am Ende des Monats August gezahlt. Da dieser Tag ein Samstag ist, können Sie sich freuen, wird das Monatsende sozusagen auf einen Tag davor verschoben, auf den 30.8., das ist ein Freitag. Und an diesem Freitag, dem 30.8.2024, wird das Rentengeld für die nachschüssigen Rentenzahler auf deren Bankverbindung zu überweisen sein. Und zwar bis abends 23.59 Uhr muss die Rente auf den Konten sein. So, das ist die erste Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, die sich am 30. auf ihre Rente freuen darf. Dann haben wir die zweite Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente vorschüssig bekommen. Und zwar im Monat August für den Monat September. Das heißt also, die Leute, die eine Rente vor dem 1.4.2004 bekommen haben oder deren Rente da begonnen hat, erstmals vor diesem Datum, die bekommen ihre laufende Rente für den Monat September auch am 30.8., dem Freitag, ausgezahlt als vorschüssige Rente. Warum ist das eigentlich immer wichtig, dass Sie das wissen wollen oder wissen müssen? Rentenzahlungen sind einfach wichtig. Das ist laufendes monatliches Geld. Sie müssen als Rentnerinnen und Rentner auch Ausgaben tätigen, Miete, Kredite, Essen, Trinken, Versicherungen zahlen und. Und da muss das Geld schlicht und ergreifend pünktlich auf dem Konto sein. Denken wir bitte immer mal an die Mietzahlung. Sie wissen, die Mietzahlung wird immer am dritten Werktag des Folgemonats September dann für den Monat September fällig. So ist es in den meisten Mietverträgen drin. Ja, meine Damen und Herren, das ist einfach so das, was für die gesetzliche Rente gilt. Ja, und für das Wohn- und Bürgergeld gilt grundsätzlich die Regelung, Wohn- und Bürgergeld wird immer vorschüssig gezahlt. Wohn- und Bürgergeld wird am 30.08.2024, das ist der letzte Bankarbeitstag im Monat August, für den Folgemonat September gezahlt. So ist die gesetzliche Regelung. Das ist deshalb auch wichtig, weil die Menschen, die Betroffenen oder die Begünstigten, die Bürgergeld oder Wohngeld empfangen, hier schlicht und ergreifend pünktlich ihre Mieten zahlen müssen. Ich habe ja gesagt, dritter Werktag, und dann muss das Geld einfach am Monatsende auf dem Konto sein. Das ist die Regel. Und deshalb gilt grundsätzlich bei Wohn- und Bürgergeld immer das Vorschussprinzip. Das heißt also, Wohn- und Bürgergeld wird immer nicht für den laufenden Monat rückwirkend gezahlt, sondern immer am Ende des Monats für den nächsten Monat gezahlt. So ist die gesetzliche Regelung. Ja, meine Damen und Herren, und so einfach ist das einfach. So einfach ist das. Und so sind die Fälligkeitsregelungen. Und deshalb können Sie sich freuen, alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, 21 Millionen oder die auch irgendwo außerhalb von Deutschland leben, können sich freuen. Am 30.8. gibt es Geld, entweder für den laufenden Monat rückwirkend oder halt eben für den Monat September als vorschüssige Rente. Das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute, Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.